so. I really appreciate it, man. I really think so. E Sports. Ich hab Disconnect kassiert! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich brauche ein neues Intro. Schreibt bitte in die Kommentare. Es geht nicht mehr so weiter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oder ich mache gar kein Intro und starte einfach. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, was ich machen soll. Zum Video, Freunde. 1.45 Uhr. Ich nehme das Intro gerade auf, Freunde. Ich habe die Zahlen gerade gesehen. Wir waren fast 80.000 Live-Zuschauer auf Twitch. Das ist, glaube ich, deutscher Rekord. Oder das ist generell FIFA-Rekord. Als eine einzelne Person ohne Drops. Und ich weiß nicht mal, ob das sogar mit Drops ein Rekord ist. Also, Freunde, es ist geisteskrank, was diese Turniere für eine Reichweite annehmen. Freunde, ich weiß nicht mal warum. Also ich weiß ja, dass mich so ein paar lustig finden und auch mögen und aber das ist, ich bin euch sehr dankbar, Freunde. Im Schnitt über 52.000 Leute am Start. Wir haben nur 200.000 Abonnenten auf Twitch und ich weiß echt nicht, woher die ganzen Leute kommen. Ich feiere das auf jeden Fall. Ich freue mich, dass es momentan so gut läuft und dass wir euch unterhalten können. Da nochmal auch dickes Dankeschön an die anderen. Das bin nicht nur ich, Freunde. Ohne Willi, ohne Sydney, Erne, Mo, die ganzen Teilnehmer würde ich das gar nicht hinbekommen, weil ich ja immer viele Sachen währenddessen machen muss. Also ich bin euch sehr dankbar dafür. Auch nochmal an die Knechte. Kurs geht raus, dass sie mich da einmal unterstützen. Also ihr werdet es sehen. Es ist für die, die nicht dabei waren. Es ist ein Turnier gewesen mit 10 Leuten. Von diesen 10 Leuten, das ist die Creme de la Creme. Da waren ein paar nicht dabei, die nicht wollten, beziehungsweise nicht konnten. Das waren mit die besten FIFA-Spieler auf der Welt. Und da gab es vorhin eine Person, ich will nicht spoilern, guckt es euch einfach an. Ich werde dazu nochmal später was sagen. 2 Fünfergruppen, die ersten beiden kommen weiter. Halbfinale, Finale mit Hin- und Rückspiel. Guckt es euch an, Freunde. Der erste kriegt 1500 Euro, der zweite kriegt 500 Euro. Ihr kennt das Edi-Geller-Prinzip. Ich will gar nicht so viel reden, Freunde. Ich wollte mich wirklich nur nochmal bedanken. Wirklich, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich sage das nicht nur einfach so. Ich bin euch wirklich dankbar. Das war erst der Anfang. Ich bin gespannt, wohin das noch gehen wird. Ob man eventuell mal auch Turniere machen kann, wo EA erlaubt, mehr als 2000 Euro Preisgelder zu machen, weil sie sehen ja, dass das die Leute interessiert. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like auf das Video da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt. Wir versuchen mal die 20.000 Likes, Freunde. Abonniert den Kanal kostenlos, würde mich freuen. Und jetzt, ja, gönnt euch. Aber Freunde, bevor es mit dem Video weitergeht. Das ganze Ding wurde gesponsert, der Cup übrigens von Level Up, wie des Öfteren. Ich sag euch mal meine Lieblingsgeschmäcker und heute ist Galaxy Edition dran, Freunde. Galaxy Edition, Nuclear Edition, Triple Red und Triple Green sind meine Lieblingsgeschmackssorten. Wenn ihr die holt mit dem Code EDIGELLER, spart ihr momentan 25%. Also schlag dazu, Freunde, 500 Milliliter Wasser. Ich bekomme übrigens bald einen eigenen Shaker. Im Februar ist es soweit. Den habe ich auch schon geleakt auf mein Instagram. Und hier macht ihr so 7 Gramm, Freunde. Das ist so ein halber Scoop ungefähr. Schneidet ihr hier rein. Da ist das Ulkige. Ich weiß nicht, ob man es genau sieht. Warte mal, hä? Hat der nicht früher immer geglitzert? Oder man sieht es nicht im Licht? Ja, Freunde. Man sieht es jetzt hier leider nicht, weil ich ein scheiß Setup habe. Aber es glitzert so von innen. Das sieht man nur gerade nicht. Aber ich habe dir schon mal in einem anderen Video gezeigt, der glitzert ist. Auf jeden Fall schmeckt der, vom Geschmack her, ist es mit der Beste. Perfekt. Das schmeckt so nach Traube mäßig, so nach einer Traube, nach einer geilen Traube. Ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsgeschmäcker. Link dazu ist oben in der Videobeschreibung, Freunde. Checkt den Code ab oder den Link. Ich nehme das immer, so wahr ich hier stehe. Wenn es nicht was bringt, bin ich der größte Knecht. Und jetzt, Freunde, geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß. Ne, machst du mit? Wette. Was für eine Wette? Wer das Turnier gewinnt? Boah, ich hätte von Anfang an gesagt, anders, ne? Ja, zu spät. 15 Giftsubs, er hat ihn schon. Du bist zu spät gekommen, selber schuld. Ich hab Kokorei, Willi hat anders, Sydney hat Ustun. 15 Giftsubs. Ja, ey, was ist mit Mo? Was, von jedem oder von jedem 5 Stück? Von jedem 15, wir sind 15. Ja nicht im Tanzverein. Ja komm, dann sag ich Eldos. Oh. Eldos? Ach, du bist BVB. Ja Dortmunder. Ja, was denn? Okay, was komm. Denn? Gefällt mir ich dein steck, Call? Ich steck alles in Eldos rein. Gefällt mir dein Call? Gefällt mir dein Call? Ja, man sieht ihn nur nicht, weil der Mann ja, so steht in seinem Bildschirm... Anders Eldos und bei Eldos anders? Was ist das denn wieder für ein Bug, ey? Immer bei Dings, wenn man über Server... Da rappelt ach, im Karton, tong, tong, tong. Ich glaube, es rappelt im Karton. Eldos. Das ist, glaube ich, Kokorei führt. Kokorei führt. Das erste Mal noch gegeneinander. Nee, Kokorei liegt hinten gegen Foki. Foki führt. Ach, geil. Und let's go. Lass mal Eldos-Stream gucken, sonst sind wir übertrieben gespoilert. Ach so, ich dachte, du hast Dings. Ja, aber ja, Eldos kann man immer Wiederholung gucken, wenn man nicht mehr. Ja, okay, stimmt. Super Tor von Eldos. GG, großer. Junge, Mo telefoniert noch, der hat Taschenlampe an am Handy. Ist da weiß alles. Wirklich? Ton geht nicht guck bei mal, ihm. Was er macht. Guck mal, was er macht. Guck mal, was er macht. Er hat die Taschenlampe an, achte mal drauf. Ach so. Wie kann man so ein krasser Knecht sein, ne? Wie viel steht's da? Oh mein Gott, wie geht der nicht rein? Gut gemacht von Chat, ist Musik ein bisschen zu laut? Ja, Jungs, ey, 3-1, anders.
Ciao. Finde ich gut, dass du mir das immer alles so schön vorher sagst. Nee, warum sagst du denn das? Ich dachte, ich soll euch das sagen, ihr Hunde, damit ihr darüber switchen könnt, hab ich doch gerade gesagt. Ich bin so sympathisch, großer, halt mich weiter auf dem Laufenden. Jungs, Eldos, ich seh noch. Kokorin 3-1, Digga, auch krass. Der gegen Anders ist jeder. Kokorin 3-1 gegen Fuki, Digga. Ich sag dir ganz ehrlich. Hat er das Spiel gedreht, oder was? Er hat's gedreht, der Mann. Er hat's gedreht wie ein Fangwender. Genau. Ich grätsch kurz dazwischen. Tor in Golden Golden. 4-1, sagt. Das hört sich nach einem 4-1 an. Ja, das ist 4-1. Noch Eldos. 4-1. Junge, gegen Anders so zu spielen wie Ding. An Jungsgruppe vorbeizulaufen mit Freundin. Unangenehm. Digga. So unangenehm. Aber auch so aggressive Jungsgruppe. So mit laut Musik, richtig laut, aber über Handy. Alpagan, du läufst so vorbei, 5 Jungs. Die beleidigen deine Freundin. Sagen so, du, guck mal, die du tust, als wenn du nicht hörst, du läufst aber weiter. Digga, ich bin einmal mit meiner Freundin gelaufen. Wedding, du weißt, die Berliner wissen, unangenehmer Bezirk. Ich fahre sie nach Hause, ich denke mir nichts dabei, Digga. Da ist wirklich so eine Gruppe, 3-4 Jungs. Die haben auch wirklich laut Musik gehört. Und dann sagt meine Freundin sehr klein, sehr schmächtig, aber sehr, hat sehr in sich, sagt einfach so aus dem Nichts, können die mal ihre scheiß Musik leiser machen? So richtig laut. Ich hab gesagt, ich hab mich bedeckt gehalten. Ich sag, ey, die gehört nicht zu mir. Kenn ich nicht, hab ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die haben sie, glaube ich, nicht gehört, zu meinem Gunsten, weil sonst hätte ich mir eine Schussweste anziehen müssen, Digga. Ich hatte so Angst, Chat, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Okay. Einzel um und mein Pferd hat keine Brücke. Gegen Foki. Ja, guck mal, wie der Mann guckt. Guck mal, Digga, wenn ich Umut jetzt zum ersten Mal sehen würde, ich hätte Angst, wenn er mich so angucken würde, würde ich die Polizei rufen. Ein Gegner streamt, echt? Wie heißt er denn? Umut. Und dann gehe ich da drauf und denke mir, natürlich verliere ich. Guck dir den an. Muss er führt? Ja, 2-1. Go! Ach, ich hab so einen ruhigen Puls bei dem jungen Mann. Ey, du hast Blut hat gleich Bluthochdruck, wenn der Mann merkt, dass der Gegner. Wir lassen uns dabei, ich hab es ihm mal versprochen, wir bleiben einfach dabei. Okay. Oh, er ist sauer. Okay. Oh mein Gott. Oh, er ist sauer. Oh, siehst du das schon? Das ist die Dichtung. Der Mann ist ich so. Ich schwöre, mein R9 hat noch nie so gedribbelt. Mein R9 stolpert die ganze Zeit über seine Speckrollen. Jedes Mal, wenn er sowas macht. Mein R9 kommt nicht mal ins Laufen, der Dicke. Hat er schon gewonnen? Digga, hat er letzte Minute Tor gemacht, oder was? Hilfe. Damit ist Umut so gut wie weiter. Koray 4-2. Schaut mal, es rappelt auch wieder gegen Ustun. Es rappelt schon wieder. 5-2. Let's go. 5-2, Digga. Der Typ schießt jedes Spiel. Digga, der war 2-1 im Führen. Jetzt 5-2. Das wird nach dem Cup wieder so ein kurzes Gespräch mit dir. Ja. Freunde, wollt ihr mal den Chatverlauf zwischen mir und Anders hören, nachdem er seinen letzten Cup gewonnen hat? Also, er hat das Turnier gewonnen. Er schreibt mir um 0.20 Uhr. Turnier war um 0.15 Uhr zu Ende. Er schreibt mir um 0.20 Uhr. How can you send me the money? Dann schreibe ich. Dann habe ich geschrieben, wie geht's? Dann habe ich geschrieben, PayPal. Dann hat er geschrieben, should I write my mail? Ich schreibe yes. Er hat mir seine Mail geschickt. Dann meinte ich, it could take a few days. Dann hat er geschrieben, when did you send some money? Um 0.30 Uhr. Dann meinte ich, my management write with your management. Er hat okay geschrieben. Und das war's. Der Mann sehr ungeduldig. Ja, gut, Geschäftsmann. Hat anderswo. Oh mein Gott. Bravo. Oh. Digga, was macht der? Aber geiler Ball. War ein geiler Ball. Nur ein Eldin. Fandet ihr auch, dass er geil war? Ja, ich hab auch gesehen. Foki führt 2-0 gegen Maestro. Joi. Ja. Alter, ihr seid auch ein gutes Team, ne? Das Team von Nick Waltmade mit 3 Icons. Das ist halt auch der Beste auf Xbox momentan, ne? Krass. Wird auf jeden Fall nicht einfach. Das sagt er auch. Eldo sagt gerade, wie macht er das? Das hab ich noch nie gesehen in FIFA davor. Das hat noch niemand gemacht. So ein Tor hab ich noch nie kassiert. Ich hab noch einen für Eli. Ich kann Eli Stimme nicht, aber nur das, was er sagt. Ja, ich kann auch nicht die Stimme, aber er macht das immer. Mann, Chat, was soll ich euch sagen? Nein, Digga, gar nichts. Willi, hey, hör mal, großer. Ich mach so in 82. Minute, er kassiert 3-2. Ja, Chat, was soll ich euch erzählen? In den Spielen hab ich halt immer Pech, Leute. Er ist halt so ein typisches Spiel. Und bei ihm gehen die Chancen rein, bei mir gehen die Chancen nicht rein, weil es ein verkapptes Dreckscan ist. Zu fake. Simonaio zu fake. Der soll mal mit seiner Georgina ein bisschen Yoga machen. Eldos ist da. Kobeln, zurück. Komm schon. Kobeln, ja. Bojanisches Pferd. Komm. Kobeln. Scheiße. Also bei mir kann mich jeder nachmachen, ja, weil ich bin... Johnny Kack. Dicker, ja. Ohne Sinn, ja. War bei Danny? Hey Leute, was geht? Prawns hat noch ein weiteres Video. Komm! Mann, das ist zu eng! Block den! Warte mal ganz kurz. Lockdown! Oh mein Gott! Freunde, wie kann der nicht sein? Bleibt heute leer, dein neuer Tabak wird gekauft. Gegen die Stange? Die sagt doch Stange zuvor. Zinedine! Oh!
Nein. Wie viel wird da noch geblockt? Also jetzt, rappelt zum Kopf. Stark! Let's go! Ja, Junge! Was macht anders Doppeldreieck, Umut? Was ist das? Man denkt, der spielt mit irgendeinem anderen Controller oder so. Ich weiß auch nicht, was das ist. Hä, Doppeldreieck? Ja, hat Mo gerade gesagt. Du machst doch Doppel-X. Oh mein Gott, Digga. Doppel-Dreieck ist das gleiche mit Doppel-X plus als Dreieckpass. 11. Minute, Digga, der ist direkt bedient in der 11. Minute. Was ist das denn, Mann? Das ist voll unfair, Digga. Man legt ihn doch nicht mehr zu Turnier ein. Mo kommt da nicht hinten raus. Digga, der Mann ist am Paddeln. Mo hat die Badehosen an, Chat. Er ist so am Paddeln. Oh mein Gott, wie der den mit Hulips gerade hops genommen hat. Digga. Du musst nach vorne spielen. Gut dabei. Sehr schön gespielt, Digga. Was denn? 3-2, was denn, Großer? A few moments later. Anders kann nicht ins Loch. Digga, Anders hat ein... Guck mal hier. Oh, das Ding jetzt wieder. Digga, es ist unglaublich, ne? Ja, was soll ich nicht erzählen, ist mein Junge. 1 und Dullmack. Wenn Dullmack gewinnt, ist er so gut wie weiter. Gutes Gameplay. Nee, ist er 100%. Nicht ist er dann 100%? 100%, 100%. Er hat doch dann 6 Punkte. Wenn Kokora gewinnt. Nee, der hat schon 6. Ach, der hat deswegen jetzt schon 6. Er hat schon 6. Ja, ja, hat der doch war unentschieden, Edi. Ach so. 1-0 Eldos. Freunde. Freunde, ich hab 1-0. Nein. Oh, wow. 1-1, Großer. Boah, ich dachte, er choked das noch. 1-1, Großer. Oh, Fuki. 2-1. Nice. Fuki führt 2-1? Ja, das macht die Sache ganz, ganz spannend dort in der Gruppe. Und sehr kompliziert auch, ja, und ne? Sehr kompliziert, Digga. Wenn du einen Punkt holst, ist er eigentlich weiter. Oh mein Gott. Was ist das? Warum hat er nicht in die lange Ecke geschossen? Das ganz ist das Schlimmste. Anders denkt sich, warum geben sie sich so viel Mühe für 1K5 gibt, könnte direkt auf meinen Tisch geben. Nee, ich hatte eine kurze Frage. Wie kriegt ihr denn immer diese... Oh mein Gott. 2-1 Eldos. Junge, wenn Fuki gewinnt, dann muss hier gleich Albert Einstein kommen und mir das alles ausrechnen. Das wird ein Millenniumsrätsel, weil Maestro auch gequittet ist. Bruder, ganzer Chat rastet aus wegen Mo, Alter. Alle auf. Ja, bei mir auch. Alle haben geworfen. Bei mir auch, René. Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Fuki macht 19 Minuten. Wieder rumschreit der Fuki, der fühlt richtig. Mann, Digga, jetzt muss hier Albert Einstein kommen und das ausrechnen. Oh, Digga, was machen wir denn jetzt? Wo auch nochmal 3-2, ne? 3 Minuten noch zu spielen. Hilfe, Bruder. Wo steht's bei Ustun? Wie viel Schiebe bei Ustun? Ich weiß nicht. Mo, geh weg, du Glatz, was willst du von mir? Oh! Oh, Ich bin in der Bahn, Boah, so salzig hier. Eli, ich versuch das Millenniumsrätsel zu machen. Digga, das ist ein Millenniumsrätsel-Chat. Ich bin dafür zu alt. Wir müssen Albert rausholen. Die einzig sinnvolle Möglichkeit, höre auf meine Erfahrung mit meinen fast 30 Jahren und sehr, sehr vielen E-Sports-Jahren Erfahrung. Die einzige Möglichkeit ist, ich spiele entweder die Minuten nach. Wenn sich Maestro weigert, diese Minuten nachzuspielen, muss Maestro aufgrund, dass er gekündigt ist, disqualifiziert werden. Und wenn er disqualifiziert wird, wird jedes Ergebnis gegen Maestro gegen alle anderen Spieler gleichgestellt. Dann ist es scheißegal, ob hätte er noch so viele Tore gemacht oder nicht. Tut dann einem leid für Fulki, aber ist so. Weil dieses Hätte macht gar keinen Sinn. Maestro hätte ja auch in diesen letzten 30 Minuten auch 3 Tore schießen können. Dann wäre Fulki so oder so raus. Das sind die einzigen Möglichkeiten. Entweder ich spiele nach oder Maestro wird disqualifiziert und dann wird jedes Ergebnis gegen Maestro gleichgewertet. Es wird gespielt 41 Minuten, oder? Ne, 40. 40 Minuten. 2 Tore, ne, 3, oder? Ja, ja. Für Ausgleich 3 Tore. Kante. Und 1-0. Oh mein Gott. Und 1-0. Ja. Ja. Ich glaube, es steht ja 2-0 groß. 2-0. Oha, was geht hier ab, Alter? 2-0. Junge Maestro, Alter. Maestro quittet. Maestro quittet nochmal. Wenn er das jetzt macht, ich schwöre, wenn er das macht, dann zeigt, Digga. Ich bin feiern irgendwie, ich bin ehrlich. Nein, Digga, da wird geil. Chat, tut mir leid, dass es jetzt so ist, aber ich. Und 3-0. Krass. Oh mein Gott, bitte nicht quitten, nicht quitten. Junge, wie kann man denn ein BO 1-8-0 verlieren? Ja, ist schon hart gerade. Als Maestro-Squad noch dazu, muss man erinnern. Ja. Kann sein, dass Papagella mich jetzt on Stream zusammenschlägt. Ich habe gerade eine Tür aufmachen hören. Falls das Stream gleich ausgeht und mein WLAN-Router aus dem Fenster geworfen wird, ich bin in 10 Minuten wieder dann für euch da. Ich hoffe, das war nur ein kleiner nächtlicher Toilettengang. Kurz mal pullern. Zu viel getrunken auf dem Abend? Okay, ne. Ist Toilette, Chat. Ja, mir hat so. Chat, wir sind fast 60.000 Zuschauer. Was ist denn hier los? Noch 700 Zuschauer, da sind wir 60.000. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin Janas am Feiern. Ich hab meine Weekend-League-Niederlage nochmal. Digga, hab ich mir vorhin nochmal auf meinen Smiley-Kanal angeguckt. Okay. Oh mein Gott.
Fogi wird jetzt gegen Anders spielen. Oh. Viel Spaß. Er spielt Umut gegen Eldos und Fogi gegen Anders. Chill mal ganz kurz. Wenn jetzt wieder Umut gegen Anders ins Finale kommt, dann möchte ich bitte, dass jemand den Management von Leipzig eSport irgendwie einen Kuchen vorbeibringt oder so. Das kann doch nicht wahr sein. Die haben kein Spiel verloren, die beiden Knechte. Alter, hast du gesehen? Wirklich, wenn Anders gewinnt, dann habe ich... 1-0 Anders. Anders führt 1-0? Ja, ja. Das ist krass hops genommen wieder, ey. Weißt du, was das Krasse ist? Die spielen ja nicht mal 5 Minuten und er führt schon wieder 1-0. Fogi gegen Anders. Platz 1 gegen Platz 2. Ey, es wird, glaube ich, wieder ein... Mann, Digga, es kann doch nicht sein, dass die beiden Knechte zweimal hintereinander ins Finale kommen. Ich verpasse immer die Tore, ne? Ich bin der schlechteste Hin- und Herwechsler, den es gibt. Dafür, dass Willi nur 5 von jedem bekommen statt 15. Ich bin der schlechteste Hin- und Herwechsler, den es gibt. Tor, 3-0. Was denn? Ich geh pissen, Chat. Digga, 22. Minute. Wenn ich jetzt pissen gehe und er noch ein Tor geschossen hat... Wenn ich jetzt pissen gehe und er noch ein Tor geschossen hat, dann verlose ich eine 50er PSN-Card. Und ich gehe noch Hände waschen und ich hole mir noch ein Müsli. Ach, das ist unfair, dein Call. Nein, was denn da unfair? Ich habe ein gewisses Auge. Ja, komm. Bayern gewinnt die 4-0, ne? Unfair, weil die Lewandowski haben. Nee. 4-0. Die denken, sie können euch zocken. Aber zu sagen, ist der Beste auch. Nein, nur ich. Das, bei uns war das nur eine Wette, weißt du? Wir haben gesagt, welchen Satz du oder wie du es einbindest. Um 5 Subs habe ich uns nicht gewettet. Ach, Digga, ich halt's Maul. Edi, der hat fast 2 Tore gemacht, Digga. Oder weg war's, ne? Er hat zwei gemacht. Ohne 5-0. Sinn. Ach, war der bei 3-0 weg? Ohne Sinn. Ja. Wann hat er das 5-0 geschossen? Kannst du direkt eine 100er Karte verlosen. Ach, Digga, was ist denn das? Ich hab gesagt, ich meinte... Oh, Fogi. Lass mal das Licht aus. Guck mal, da regt er sich auch auf, ja. Kann man sich mal aufregen, sagst du? Bei einem 5-1 in der 36. Ist noch kein Silvester. Warte, ja, also ich schreib mich, warte, ich Fogi wieder Phönix aus der Asche. Das ist das Comeback aus der Hölle. Nein, guck mal, ey. Fogi wieder Phönix aus der Asche. Ich mach mal dafür den Bunker auf. Boah, Pope. Ne. Jo, 6 Buletten. Weiß ich sehr zu schätzen. Ach so. Perfekt, 7-2. Ich verstehe 0,0%, wie man ihn haten kann. Wäre ich eine 14-jährige kleine Dänin, ich würde mir sagen, ich würde da immer so versuchen, weiß ich nicht. Ich würde dir meine Hausaufgaben abschreiben lassen. Wenn der einen Füller braucht, hier, hab einen Füller für dich, kein Ding. Ich würde mich da ranschmeißen an den Mann. Das ist aber spannend mit Rückspiel auf jeden Fall. Eldos 2-1, super Chat. Ich schwöre, Eldos schlägt sich so cool. Er kommt so aus seinem Loch raus gerade, der Mann. 2-1, 81. Minute ist nichts. Ach so. Gar nichts, Chat. Ja, mein Junge weiß nicht mal, dass ein Loch existiert. Digga, dein Junge weiß nicht mal, wie man ein Loch schreibt. Der weiß gar nicht, was das ist. Der stopft Löcher. Ja, ich schwöre, der stopft die, Digga. Der schubst runter. Der schubst alle rein. Der macht Sparta 300. Digga, er schubst alle rein. Er schubst alle in das Loch rein. Wie gehen da manche Leute im Burnout? U3-1. Platz 1 der Welt. Hör mal, großer 8. 8 Kirschen kannst du dir abholen, hä? Hör, großer. Hättest du dir dein ganzes Rumgerechnet nachher voll entspannen können, hä? Achso. Viel drauf. Ich sag dir mal so, Edi, der Mann hat nicht mal mitbekommen, dass da gerechnet wurde. Der war an der Arsch. Was gibt's, großer, Der war seine Übersteiger machen. Was gibt's, großer, hä? Der Rumgerechnet, hä? Direkter Vergleich. Schau mal hier. 8 Kirschen. Rechne mal nach dem Spiel, großer, was du brauchst. Kannst du rechnen, was du brauchst, großer. Muss er noch 2. Spiel machen? Er muss noch 2. Spiel Meter, machen. 11 Meter anders. Ich verstehe nicht. Das sind Pros, die dir das Leben nimmt, ne? Digga, das sind 9, ja keine 2. Amateure. Das aber denk, der spielt Weekend League. Kann auch mal was kurz dazwischen callen. Ich weiß nicht, ob ich für Dullen sprechen kann, aber der ist gerade so froh. Der sagt sich, na gut, alles gut. Na gut, ne? Dann war's halt so. Umut 1, wir kriegen jetzt Sassbombe. Achso. Fabio mit 5 verschenkten Giftsubs. Kuss geht raus, Fabio. Dankeschön für die verschenkten Giftsubs. 1-0, Umut. Perfekt. Ich bin nicht böse gemeint, aber mach keinen Bock mit Anders. Soll ich Anders jetzt bestrafen, weil er so krass ist? Soll ich sagen, nee, du darfst nicht mitmachen, du bist zu gut? Das ist doch unfair. Das ist so, als wenn du zu Messi sagst, Digga, du darfst kein Fußball spielen. Der hätte jetzt hier wieder ein Tor gemacht. Du darfst nicht Finale spielen, du bist zu gut, Großer. Das ist sonst langweilig. Ich würde auch da nicht Digga, selbst wenn ich 5er-Kette spielen würde und zurückfallen lassen, ich glaube, ich würde trotzdem 15 Gegentore kassieren, ne, in 2 Spielen. Das ist nicht mal gelogen. Mo hat mit 5er-Kette gespielt und hat 6-2 oder so aufs Maul bekommen. Eddie, glaubst du, wenn ist gequittet. Ich spiel gegen Ander. Wow. Er hat in seine Insta-Story gepostet, nachher geht's um 1500 Euro. Ich meinte, Bro, es geht um 2000 Euro, nicht um 1500 Euro. Dann hat er als Antwort geschrieben, doch, für mich geht's halt nur um 1500 Euro, weil ich Erster werde und nicht, also, weil ich nicht mehr als Erster, nicht mehr als 1500 gewinnen kann. So in der Art. Wer hat's geschrieben? Anders. Er meinte nicht, ich werde Erster, er meinte, bei mir geht's halt nur bis 1500. Adrian mit 2 Euro war beim Arzt, Burnout ist da, großer. Wenn am Ende, lass ich mich vom Spiel unterkriegen. Fogi, sag mal was dazu. Nein, okay, Statement. Sag mal jetzt wirklich was dazu. Wie krass ist der? Das ist
ist. Ich habe gerade schon das Beispiel gegeben. Das ist so, als würdest du einen Elfmeter schießen und im Tor steht so ein Roboter, der einfach perfekt ja, springt. Ja, ja, ja. Ich kann's mir vorstellen. Der weiß alles, was du machst. Ja, ja. Du kannst 8 Schritte vorausdenken, er denkt 9 Schritte voraus. Ja. Das ist normal. Das du ist kannst normal. Mir ist das aufgefallen. Wenn du versuchst, nach vorne zu spielen, Digga, dann erkennt diese Lücken, er erkennt das Spiel, er hat das mitprogrammiert mit seinen kleinen Händen. Ach so. In Kanada. Er nimmt halt die Luft weg. Wirklich, er drückt dich richtig. Ja, er weiß genau, was er machen soll. Er weiß, ah, okay, er ist jetzt, jetzt mache ich das, ja, alles gut. Hier, komm mal her. Ja, aber wie krass war der defensiv? Du kommst ja nicht aus deiner Hälfte raus. Ja. Also, wenn du rauskommst, dann rennt dich mal die ab. 6-8 aus. Kann er so verteidigen? Ey, du hast kein Ding, Großer. Du bist aus der Gruppe rausgekommen. Ich finde, du bist aus dem Loch rausgekommen. Du bist in der schlimmsten Gruppe weitergekommen, Großer. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Hast du dir mal deine Gruppe angeguckt, wer alles da war? Du hast meinen Respekt, mein Freund. Du bist ganz knapp an 500 Glocken vorbeigeschrammt. Ich habe gesehen, dein Bruder hatte schon was im Warenkorb, musste es dann wieder rausnehmen. Ach so. Aber es ist nicht so schlimm. Du hast dir mal wieder bewiesen vor 70.000 Leuten, dass du es kannst, Großer. Was denn? Für die Hater. Dankeschön, Edigella. Bitteschön. Ich dachte erstmal, da kommt nicht mehr zurück. So eine süße Ansprache. Warte mal ganz kurz. Sit down, nobody talk. Sit down, nobody talk. Come on! Schick das ihm mal. Soll ich ihm mal das schicken und sagen, das bist du, wer aus der 1-1 Großer. Was denn los, hä? Ich kann nicht Großer. Was denn Großer, hä? Digga, stell dir mal vor, Anders hat so ein. Ganz kurz mal, stell dir mal vor, Anders hat so ein High-End-Team. Warte mal ganz kurz. Oh, ja! Oh mein Gott. Digga, er kann auch sein Torwart steuern mit seinen kleinen Fingern so gut. Tor. Ja. 2-1. Ich halte mich bedeckt, ich bin unparteiisch. Guck mal, der Dicker hat Müsli-Riegel im Stutzen. Guck mal da oben. Lass ihn mal, René, der weiß, was er macht. Richtig, Anders. Auch mal draufstehen und jetzt auch mal querspielen und ich glaub, auch mal. Ich glaube, es habe den Karton. Digga, ich hätte da schon rausgeschossen. Ich hätte meinen Knopf genommen und ich hätte hier auf Kreis gedrückt, wie so ein scheiß Clash-Gesicht. Und dann wäre von Reich gekommen und hätte mit seinem scheiß Drecksfuß den Ball abgeklopft. Ey, diesen scheiß Blocks. Digga, er macht seinen eigenen Pass gegen dich. Er macht seinen eigenen Pass, Großer. Das ist so, Digga, das ist... Mit der eigenen Waffe. Mit der eigenen Waffe, Digga. Der spielt mein Ball. Der hat in der Arena mehr verbracht. Der macht da so viele Übersteiger. Warte mal ganz kurz. Oh mein Gott. Oh. Schöner Ball. Jetzt 3-2. Ja, das wird der Stand zurückkommen. Das ist es. Warum nicht lang? Ach du, oh mein Gott. Hey, warum nicht in die Lande? Warum nicht in die Lande? Aber 3-2 ist ein richtig geiles Finale, Chat. Hier ist noch nichts gegessen. Warte mal ganz kurz. Oh mein Gott, Alter. Jetzt. Oh mein Gott. Hey. Super Finale. 2 so dicke Chancen. Ich bleib ruhig. Ich bin auf das Rückspiel gespannt, Digga. Bitte nicht, Alter. Was denn? Digga, das ist so krass. Ich schwöre, ich verstehe. Ich verstehe. Er hat das programmiert. Er hatte gerade diese Daten, diese grünen Zahlen auf seinem Bildschirm. Er sieht gar nicht das, was wir sehen. Er sieht es nicht. Er hat diese grünen Zahlen auf dem Bildschirm. Ich hab das nicht. Mein R9 bewegt sich wie einer von The Biggest Loser, Digga. Und seiner kann durch Wände gehen und so eine Scheiße. Fuß vor Großer. No. Nein, einfach spekuliert geschossen. Digga, der Typ. Das ist geisteskrank, was hier alles Umut, Tor! War. Super. Go, Umut! Super gespielt. Ich glaube, die Messe ist gleich gelesen. Achso. Wieso? Achso, ein Tor meinst du? Mhm. Weil Umut darf nicht zu früh aufmachen. Das sieht schon sehr offen aus. Löchriger Käse. Achso. Ja. Was macht man jetzt? Oh. Diese Bewegung wieder. Seht ihr das an R9? Zack, zack. Digga, was ist das? Der hat einen anderen R9. Super Pass. Oh, was? Mach weg. Steck Jürgen. Ja, das ist krass. Mach weg. So unfair. Nee. Ich guck mir gar nicht deinen Stream an. So unfair, wie kann man anders nehmen? So unfair. Ja, aber das ist ehrlich richtig langweilig von Willi. Richtig langweilig. Zukunft ohne Anders. Richtig, was ist Willi? In Zukunft ohne Anders, Digga. Richtig langweilig von ihm. In Zukunft ohne Anders. Schalke gegen Stuttgart 1-1. Ja, Schalke besser. Ja, guck mal hier. Mach weg. Das kann doch nicht sein. Mach weg. Der hat gegen jeden gewonnen. So, relativ entspannt. Und dann kriegt er hier 8 Kirschen von Anders. Ja, mach nochmal eins. Was denn, Großer? Aber ich denke, dass da vielleicht was geplant ist. Weil die sind ja in derselben Orga, glaube ich. Ich glaube nicht, dass da was geplant ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, Tex... Sagst du Angst? Ich sag, Tex hat da so eine Krawatte auf den.
Der hat den einfach so krass die Show gestohlen. Guck mal hier. 9-4. Guck mal, der schreibt mir, glaube ich, gerade. When? Der schreibt dir gerade. Can you send me the money? Was war? Oder? Ich will jetzt, guck mal, jetzt werde ich wieder ein paar Sätze sagen und diese Sätze werde ich mir die nächsten 1000 Jahre 10 Mal anhören. Ey, sag ehrlich. Im ersten Spiel, finde ich, habe ich gut mitgehalten. Ich hatte gute Chancen, die nicht reingegangen sind. Im zweiten Spiel hat er mich einfach gebomst, fertig. Erstes Spiel, der einzige, der mithalten kann. Trotzdem, Junge, du hast deine Gruppe auch wegrasiert. Mein Besten. Digga, ich würde so gerne mal mit denen in Discord, aber er kann halt gar kein Englisch, Chat. Er kann null. Er schreibt, what should we talk about? Ich glaube, der will nicht, Freunde. Ja, ja, ja. Das wird halt so. Cringe für ihn so. Okay. Das war's vom Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Also, Real Talk, dieser 14-jährige Anders. Ich habe sowas noch nie in meiner ganzen FIFA-Laufbahn gesehen und im E-Sport bin ich schon länger dabei. Seit FIFA 17. Ich habe sowas noch nie gesehen, wie jemand seine Gegner so krass rasiert. Ich habe das noch nie gesehen, Freunde. Er spielt gegen die besten Spieler der Welt und er lässt die aussehen, als wenn die noch nie einen Controller in der Hand gehabt haben. Man denkt so einfach, ja, der macht doch ganz normale Sachen. Freunde, ich habe mal gegen Umut gespielt und ich hatte keine Chance. Ich hatte keine Chance und der Typ, der rasiert ja Mo, der rasiert alle so krass weg. Ich hab's nie, mein Jungs. Der Mann hat meinen Respekt, Freunde, wirklich krass. Checkt den Mann aus. Der hat noch nicht ein einziges Weekending-Spiel verloren. Der steht 360 oder so zu 0, 330 zu 0, keine Ahnung. Auf jeden Fall lasst ein Like auf das Video da, Freunde. 20.000 Likes ist das Ziel. Abonniert den Kanal kostenlos und tschüss. Und schreibt mir ein Intro rein, was ich mal jetzt sagen soll.